Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spieltag meiner Champions League. Und ihr seht schon, vier Stickerpäckchen der neuen Champions League Serie sind am Start. Und auch die Konferenz heute. Mit Atletico Madrid gegen den FC Barcelona, gleich mal ein Top-Duell aus Spanien. Dann haben wir Manchester United gegen Inter Mailand. Bayern München trifft auf den FC Sevilla. Paris Saint-Germain spielt gegen Atalanta Bergamo. Manchester City gegen Real Madrid, auch das ein absolutes Topspiel. Dann haben wir Porto gegen Liverpool, Stadion gegen Istanbul, Başakşehir, Shakhtar Donetsk gegen den FC Chelsea, Juventus Turin spielt gegen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam gegen Lokomotive Moskau. Wir haben natürlich noch sechs weitere Spiele an diesem Spieltag, aber das hier ist unsere Konferenz. Und wir starten rein mit dem ersten Stickerpäckchen. Es geht schon mal ganz gut los für Inter Mailand. 2-0 Führung, Alessandro Bastoni, der Rising Star, macht einen frühen Doppelschlag zur 2-0-Führung für Inter Mailand gegen Manchester United. Dann auch RB Leipzig geht in Führung, aber die spielen nicht in unserer Konferenz. Dazu kommen wir dann später. Dann haben wir das 1-0 für Paris Saint-Germain durch Marco Verratti im Spiel gegen Atalanta Bergamo. Dann Club Brügge, da haben wir Buenden Mechel. Die sind aber nicht in der Konferenz heute dabei, genauso wenig wie Gladbach. Also für die deutschen Teams geht schon ganz gut los. Christoph Kramer macht auf jeden Fall auch ein Tor für die Gladbacher. Dann das 3-0 für Leipzig durch Dani Olmo. Aber dazu, wie gesagt, später. Dann haben wir ein Tor für Barcelona. Die spielen gegen Atletico Madrid. Clément Lenglet, der Abwehrspieler, macht die 1-0 Auswärtsführung. Dann haben wir das 1-0 für Shakhtar Donetsk durch Jefien Konoplyanka, der war ja mal bei Borussia Dortmund. Trifft gegen Chelsea zum 1-0. Dann haben wir Magomed Ostduev für Zenit St. Petersburg, aber die sind hier nicht in der Konferenz dabei. Und dann noch den Anschlusstreffer für Manchester United durch Nemanja Matic zum 1-2. Dann haben wir schon das zweite Pack. 2-0 Führung jetzt auch für Ajax Amsterdam durch Quincy Promes gegen Lokomotiv Moskau. Dann haben wir zwei Tore für Olympique Marseille, aber die sind nicht in der Konferenz dabei. Dann 1-1 der Ausgleich. Kai Havertz macht das Tor für Chelsea gegen Shakhtar Donetsk. Dann den Anschluss für Lokomotiv Moskau. 1-2 nur noch. Fedor Smolov macht den Anschlusstreffer. Dann haben wir nochmal ein Tor für Gladbach. Das müsste das 2-0 sein. Den ist Zakaria. Ich weiß gerade nicht, gegen Gladbach spielt. Dann 1-0 für Stade Rennes durch Flavien Tate gegen Istanbul Başakşehir. 1-0 Führung somit. Dann auch Real Madrid führt 1-0 durch Marcelo gegen Manchester City. Dann haben wir die erneute Führung für Shakhtar Donetsk 2-1. Tahas Stepanenko gegen Chelsea. Dann haben wir das 1-0 für Sevilla gegen die Bayern. Sergi Gomez kurz vor der Halbzeitpause zum 1-0. Und dann haben wir noch Karel Aiting für Ajax Amsterdam zum 3-1 Halbzeitstand. Kurz nach der Halbzeitpause erhöht Stade Rennes auf 3-0 durch Eduardo Camavinga. Doppelpack von ihm. Dann Doppelschlag für Juventus Turin gegen Dortmund. Die Dortmunder somit 0-2 hinten. Und jetzt folgt auch schon das 0-3 Cristiano Ronaldo mit dem 3-0 gegen die Dortmunder. Dann haben wir das 3-1 für Inter Mailand durch Stefano Sensi. Gegen Manchester United spielen die. Dann Douglas Santos für Zenit, St. Petersburg. Dann haben wir Manchester City den Ausgleich durch Kyle Walker im Spiel gegen Real Madrid. Dann haben wir das 2-3 für Lokomotiv Moskau durch Rifat Zemaletdinov. Die haben wirklich komische Namen. Alle 2-3, somit hier der Spielstand. Dann der Ausgleich für Atletico Madrid durch Alvaro Morata gegen den FC Barcelona. Dann haben wir Tokmak Nguyen für Van Schwahos. Und dann haben wir noch Sadio Mané für den FC Liverpool. Somit die 1-0-Führung gegen Porto. Und jetzt sind wir auch schon in der Schlussphase. Das könnte schon die Entscheidung sein für den FC Liverpool. Doppelpack von Virgil van Dijk, 3-0 also jetzt gegen den FC Porto. Dann Doppelschlag für Barcelona, das 3-1 jetzt im Spiel gegen Atletico Madrid.
Dann haben wir das 2-1 durch Toni Kroos, mal wieder ein Deutscher, der trifft, für Real Madrid im Spiel gegen Manchester City. Dann haben wir das 3-1 für Schachtar Donetsk gegen Chelsea durch Junior Moraes. Dann ist das nicht der Ausgleich für Atalanta Bergamo, weil das ist der Torwart von Atalanta, Pierluigi Gollini, zählt somit nicht. Dann nochmal ein Torwart, David De Gea von Manchester United, zählt somit auch nicht. Dann haben wir Viktor Gläsen für den FK Krasnodar, die sind nicht in der Konferenz dabei. Dann tatsächlich, der ist 3:3, Eder, der Portugiese, für Lokomotiv Moskau, 3:3 somit. Richtig spannendes Spiel. Dann haben wir Dario Benedetto, Olympique Marseille ist nicht in der Konferenz, genauso wenig wie Paulinho vom FC Midtjylland. Somit gibt es auf dem Vergleich die Ergebnisse, da gibt es dann auch die 6 Spiele, die außerhalb der Konferenz liefen. Wir haben jetzt also die Ergebnisse vorliegen vom ersten Spieltag meiner Champions League. Barcelona gewinnt 3-1 gegen Atletico Madrid im spanischen Duell. Inter Mailand schlägt Manchester United mit 3:1. Sevilla gewinnt gegen die Bayern mit 1:0. Paris Saint-Germain bezwingt Atalanta Bergamo mit 1:0. Real Madrid gewinnt gegen Manchester City mit 2:1. Liverpool klarer 3:0 Sieger gegen FC Porto. Stade Rennes klarer 3:0 Sieger gegen Basak Sehir. Schachtar Donetsk gewinnt gegen den FC Chelsea mit 3:1. Juventus Wien fertigt die Dortmund ab mit 3:0. Das Spiel mit den meisten Toren bei Ajax Amsterdam gegen Lokomotiv Moskau 3:3. Und jetzt die 6 Spiele, die außerhalb der Konkurrenz liefen. Krasnodar gewinnt gegen Lazio 1:0. Die Gladbacher bezwingen Midtjylland mit 2:1. Olympiakos Piraeus gegen RB Salzburg 0:0. Club Brugge gewinnt 1:0 gegen Dynamo Kiew. Leipzig bezwingt Ferencvaros Budapest mit 3:1. Und Olympique Marseille gewinnt 3:2 gegen Zenit St. Petersburg. Das die Ergebnisse. Jetzt schauen wir noch auf die Tabelle, die aber noch nicht recht aussagekräftig ist. Der erste Spieler hat mir bisher wirklich viel Spaß bereitet. Ich hoffe, euch geht's genauso. Hier auf jeden Fall die Tabelle vom ersten Spieltag der Champions League. Liverpool, Juventus Huhn und Stade Rennes haben ja alle einen erfolgreichen Start hingelegt mit 3:0. Dann Inter Mailand, Barcelona, Leipzig, Schachtar Donetsk, Olympique Marseille, Real Madrid, Gladbach, Club Hucke, FC Sevilla, FK Krasnodar und Paris Saint-Germain konnten alle gewinnen. 14 Siege, nur 2 Unentschieden gab es tatsächlich. Also ziemlich viele Siege, ziemlich wenig Unentschieden heute an diesem Spieltag. Ajax Amsterdam, Lokomotiv Moskau, RB Salzburg und Olympiakos Piraeus mit jeweils 1 Punkt. Und bisher noch keinen Punkt einfangen konnte, Zenit St. Petersburg, Manchester City, FC Midtjylland, Lazio, die Bayern, Dynamo Kiew, Atalanta Bergamo, Manchester United, FC Chelsea, Atletico Madrid, Ferencváros Budapest, Borussia Dortmund, FC Porto und Başakşehir Istanbul. 32 Teams heißt, es gibt 62 Spieltage, wird also wirklich eine XXL-Liga werden und ich freue mich schon auf die nächsten Spieltage. Somit sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dann und ciao.